Backstein und Spickaal. Wismarer Geschichten. Wird Ihnen präsentiert von HW Leasing, Ihr Finanzdienstleister für alle mobilen Investitionsgüter. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung aus dem Wismarer Stadtarchiv Backstein und Spickaal. Und Sie werden es erwarten, unweit von mir steht Herr Jörn. Herr Jörn, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei Ihnen im Stadtarchiv. Ein spannendes Thema heute. Neben Herrn Jörn, machen wir gleich weiter, steht Adina Kolender und Antje Lasch. Es geht heute um die Kleiderordnung. Nicht nur deshalb haben die Frauen und die Herren sich so hervorragend gekleidet natürlich. Auch die Farbe, die ich jetzt heute anhabe, dieses Blau, erzählt was über meinen Rang in der Gesellschaft. Herr Jörn, was für eine Bedeutung hatte Blau? Oh, das wollen wir, glaube ich, gar nicht wissen. Das werden wir nicht vertiefen. Ist ein schönes Hemd, ist eine schöne Farbe, also ja. Herzlichen Glückwunsch zu der Gut. Frage. Es geht um ein Buch, es geht um die Wismarer Rang- und Kleiderordnung. Liebe Zuschauer, wir haben darauf gewartet. Wir haben darauf gewartet, nämlich aus der Geschichte heraus erklärt zu bekommen, warum wir so angezogen sind heute, wie wir angezogen sind und warum unsere Vorfahren natürlich so angezogen waren, wie sie angezogen waren. Und da gibt es ein fantastisches Projekt. Herr Jörn, beschreiben Sie uns, was wir in dem Buch erfahren. Wir erfahren tatsächlich, wie die Wismarer seit dem Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts angezogen waren. Man konnte nicht wie heute mehr oder weniger anziehen, was man wollte, also blau oder kariert oder weiß ich was, sondern es war vorgeschrieben in seinem Stand, in seinem Amt, was man zu tragen hatte. Es war ganz genau vorgeschrieben, wie lang die Ärmel zu sein hatten, welche Knöpfe da zu sein hatten, welche Borten oder weiß ich was. Und was wir ja alle wissen, je mehr Vorschriften du machst, desto lieber übertritt man diese Vorschriften. Das heißt also, es gibt ganz, ganz viele Quellen, wo Leute sagen, okay, ich mach mir nochmal eine Perle mehr ran oder eine goldene statt einer silbernen Kette und weiß ich was. Und das haben wir hier dargestellt. Also wir haben dargestellt, wie hätte es sein sollen und was haben die Leute daraus gemacht. Äußerst spannend, aber wir brauchen ja immer den Bezug zur Gegenwart. Deswegen natürlich habe ich schon mit meinem Hemd angefangen. Jetzt würde ich auf Ihres zu sprechen kommen. Auch das drückt was aus. Dieses Karierte natürlich, dieses Lockere mit dem Hemd, einen Knopf oben geöffnet. Ja. Das ist auch dann, wie gesagt, eine Botschaft. Das ist eine Botschaft an meine Mutti. Vielen Dank, passt mir wirklich gut. Das Ding wächst auch weiter mit. Also alles gut so. Ja, wunderbar. Jetzt kommen wir zu der Umsetzung. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen? Wie entstand dieses Projekt? Und natürlich, dann gehen wir ins Detail. Es ging tatsächlich so los, dass Adina Kolender hier ankam und ein Praktikum gemacht hat oder machen wollte. Und sie interessiert sich sehr für Kleidung. Und dann haben wir geguckt, was wir zu Kleidung haben und da haben wir Kleiderordnungen gefunden, die in einem verheerenden Zustand waren. Die mussten alle restauriert werden. Also man sieht das hier so ein bisschen, dass das alles mal richtig bär aussah und dass es dann passiert. Das ist also alles restauriert worden für 5.000 Euro, dieser Karton, mit der Hilfe verschiedener Leute und Stiftungen. Und dann haben wir uns rangesetzt, das hat Antje Lasch gemacht und hat diese Sachen transkribiert, hat also Buchstaben für Buchstaben rausgeholt, was steht hier. Und dann kam wieder Adina und die hat es kommentiert und hat Zeichnungen dazu gemacht, wie haben die Leute ausgesehen. Denn aus dieser frühen Zeit haben wir nur sehr wenige Illustrationen. Und deswegen war es für uns was ganz Besonderes, jemanden dabei zu haben im Team, der gesagt hat, die gesagt hat, okay, ich kann das auch alles zeichnen und so sieht es dann aus. Und deswegen ist es ins Buch gekommen. Ja. Ein wunderbares Projekt, fangen wir mal an. Und zwar Frau Lasch, wie hat sich das vollzogen sozusagen? Was für Texte waren das? Wo kamen die Texte her? Und wie haben Sie die dann natürlich transkribiert? Und was war der Inhalt? Naja, erstmal muss man sagen, die Texte haben wir sozusagen zeitlich geordnet. Dann habe ich mich dran gesetzt, sie durchzuforsten, Buchstabe für Buchstabe durchzugehen. Was könnte da stehen, was steht da? Habe das wortwörtlich transkribiert. Ja, und das alles per Word und mit Hand abgeschrieben. Und so ist das dann alles entstanden. Und diese Texte, das waren also Kleiderbeschreibungen vom Inhalt her, das heißt Kleiderbeschreibungen, wo man festgelegt hat, wer wie auszusehen hat, wie Herr Jörn schon erzählt hat. Genau, es waren Beschreibungen vom ersten Stand, zweiten Stand, also die Gesellschaft war ja damals in Stände geordnet und der erste, das war der gehobene Stand, also die Bürgermeister, Brauer, wohlhabende Menschen. So der zweite Stand, das waren dann etwas niedere Leute. Und die mussten dann halt eben sich an eine Kleiderordnung halten.
Es war festgeschrieben, was sie anziehen durften, was nicht. Und dementsprechend wurde es auch bestraft, wenn sie gegen die Ordnung verstoßen haben und mussten ja 10 bis 15 Mark Lübisch bezahlen, wenn sie sich nicht ordnungsgemäß gekleidet haben. Jetzt wieder der Bezug zur Gegenwart. Sie tragen ein wunderbares Tuch mit Ankern drauf. Irgendwie, das ist der Ausdruck Ihrer hanseatischen Herkunft. Genau. Ich stehe dazu. Ich bin Wismarerin und bin stolz drauf. Und deswegen zeige ich das auch gerne. Wunderbar. Jetzt natürlich zu der Frau, die die Texte übersetzt hat, auch in Bilder. Wie kommt man dazu? Was ist der Hintergrund? Was haben Sie für eine Ausbildung? Ich habe Geschichte und klassische Archäologie studiert und hatte schon immer irgendwie den Hang zur Kleidung. Irgendwie hat es mich schon immer interessiert, historische Bekleidung. Und habe die auch seit Kindertagen auch tatsächlich gemalt. Und deswegen war das für uns eigentlich ein leichtes zu sagen, wir brauchen eine Bebilderung für das Buch, damit es für die Leute, die das lesen, überhaupt visuell greifbar wird, wie die Menschen damals gekleidet gewesen sind. Weil es nicht immer nur Gemälde aus der und der Zeit gibt, die wir brauchen. Davon können wir beim Fernsehen ein Lied singen, dass wir Bilder brauchen natürlich, um uns überhaupt was vorstellen zu können. Nur die Texte, das wären langweilig. Wie sind Sie da vorgegangen? Da haben Sie einen Text gefunden, der ganz genau beschreibt, wie etwas aussieht. An den Kleiderordnungen wird ja viel verboten oder beschrieben, welcher Stand was tragen darf. Da hatten wir denn Detailangaben, zum Beispiel Knüppels. Was ist Knüppels eigentlich? Und dann wollten wir das darstellen, was Knüppels sind. Erstmal die Detailangaben in der Silhouette der Mode der damaligen Zeit. Aber die Menschen haben ja auch etwas hinterlassen, als sie gestorben sind. Da haben wir die Inventare ausgewertet. Und da ist wirklich sozusagen geschrieben, was die Menschen nach ihrem Tod auf der Welt hinterlassen haben. Zum Beispiel eben Bekleidung. Und anhand dieser Bekleidung konnten wir sehr schön wie so ein Puzzleteil einen Menschen auf der Zeichnung anziehen. Da haben wir uns dann das sozusagen vorgenommen, wie sah die Silhouette der damaligen Zeit aus, wie sah die vorherrschende Mode aus und was hat der Mensch in vielleicht welcher Farbe hinterlassen. Das ist manchmal ein bisschen fragmentarisch, es ist nicht immer von der Ober- bis zur Unterbekleidung alles im Inventar hinterlassen gewesen. Da gehört dann eine gewisse künstlerische Freiheit innerhalb der Epoche dazu. Aber im Großen und Ganzen konnten wir das Puzzle ganz gut zusammensetzen. Dem nähern wir uns jetzt mal kriminalistisch an, fangen an sozusagen natürlich bei Herrn Jörn. Herr Jörn, wie sind diese Schriften denn überhaupt ins Archiv gekommen? Was sind das für Schriften? Sind das richtige Kleideordnungen aus dem Mittelalter, die hier überliefert sind? Naja, das sind die Verordnungen des Rates und die liegen natürlich ganz normal hier im Ratsarchiv. Das ist völlig normal. Also die haben sie erlassen und die wurden dann verlesen vom Balkon des Rathauses zweimal im Jahr, sodass keiner sagen konnte, er hat es nicht gewusst. Und dann sind die ins Archiv gegangen und sind aufgehoben worden. Und so sind die auf uns gekommen. Und dadurch, dass sie zwischendurch mal prekär gelagert haben im Fürstenhof, sind die eben feucht geworden und fingen an zu schimmeln. Und wir haben sie aber rechtzeitig beim Verzeichnen entdeckt und haben gesagt, okay, wir werden sie nicht nur restaurieren, sondern wir werden sie auch inhaltlich auswerten. Und das war natürlich super. Ja, Frau Losch, jetzt wird es ganz konkret. Jetzt gehen wir in eine historische Schrift hinein. Für uns natürlich unleserlich, also man könnte höchstens Buchstaben raten. Für Sie ist das sozusagen alles lesbar und alles transkribierbar, was Sie ja auch getan haben. Sagen Sie mal, was es hier geht, was hier konkret beschrieben wird. Also hier werden jetzt konkret die Kragen beschrieben, welche Form der Kragen hatte und wie er sitzen durfte. Ja, das sehen wir eigentlich, dass es ein Sammetscher Kragen und eine einfaltige Kette gab. Einfaltige Kette, ja, das ist eine einfache Kette, also wie man sich das heutzutage auch noch vorstellen könnte. Also ein aus Gold, Silber beschlagen. Frau Kolender, jetzt geht es natürlich an die Zeichnung. Jetzt haben Sie das gelesen, jetzt haben Sie das übermittelt bekommen und jetzt zeichnen Sie los. Und dann entsteht eine solche Zeichnung. Wir sehen es ja hier. Wo ist der Kragen, den wir eben beschrieben bekommen haben? Das Spannende an der Aufschlüsselung des Sammetschen Kragen ist zum Beispiel, dass wir erstmal wissen müssen, was in dieser Zeit, also in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, für Kragen üblicherweise getragen worden sind. Das haben wir dann alles aufgeschlüsselt, welche Kragenformen möglich gewesen sind. Und das sehen wir dann hier in der Zeichnung. Den Sammet, also
Samet, also irgendetwas Samtartiges möglicherweise, kann man natürlich auf einer Zeichnung nicht so gut darstellen. Aber wir sehen hier die möglichen Kragenformen aus der Zeit. Wir können nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt der Kragen ist oder der. Es bleibt immer noch ein bisschen Spekulation übrig. Aber wir wissen zumindest, dass solche Kragen, wie sie hier abgebildet sind, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts getragen wurden. Genau, ganz genau. Und auch noch teilweise ein bisschen länger. Ja. Das ist ja schon mehr als 400 Jahre zurück inzwischen. Gibt es denn schon Modelle davon? Haben Sie auch die Absicht, natürlich diese Kleider anzufertigen, damit wir oder Herr Jörn oder wie auch immer die Mitarbeiter des Archivs durchaus mal eine Modenschau veranstalten können? Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Vielleicht. Aber es ist zumindest geplant, damit zu arbeiten, das Buch natürlich zu vertreiben. Wo bekomme ich das Buch, Herr Jörn? Im gut sortierten Buchhandel. Das ist die gute Nachricht und bei uns, ne? Ja. Im gut sortierten Buchhandel und im Buch. Also ein ideales Geschenk fürs Weihnachtsfest auch, dieses Buch. Zum Beispiel. Und wenn man dann gleich an Frau Kolender kommt und sagt, also so ein Kleidchen hätte ich gerne, dann würde sie einen weitervermitteln, dann wird es jemand geben, der das schneidert. Da sind wir überzeugt. Ja, also es würde auch möglich sein, daraus sozusagen, wie sagt man, Muster zu entwickeln? Ja, Schnittmuster. Es gibt teilweise ja, also aus der Zeit noch nicht überlieferte Schnittmuster, aber die entwickelten sich in der damaligen Zeit. Und für eine gute Schneiderin ist es möglich, anhand von bildlichen Vorgaben auch Schnittmuster zu entwickeln. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sozusagen in historischer Tracht beim Schwedenfest auflaufen wollen, ich meine, die Schweden waren ja 1567 noch nicht da, aber sie kamen später und sie können natürlich Wismar Geschichte erzählen, am besten erzählen, wenn sie natürlich historische Trachten anziehen. Ein wunderschönes Thema. Vielen Dank natürlich an Herrn Jörn und sein Team und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Backstein Spekal. Backstein und Spickaal. Wismarer Geschichten. Wird Ihnen präsentiert von HW Leasing, Ihr Finanzdienstleister für alle mobilen Investitionsgüter.